Nach langer Zeit im Lockdown öffnet das Bundesrealgymnasium Stetten seine Türen. Jedoch unter strengen Corona-Maßnahmen, Maskenpflicht, Schnelltests, Gruppeneinteilung. Im Laufe jeder Woche müssen sich Schüler sowie Lehrer einen Corona-Test unterziehen, der innerhalb von 15 Minuten das Ergebnis zeigt. Ebenfalls müssen sich alle Schüler der Oberstufe und Lehrer mit einer Teilmaske ausstatten und dürfen diese nur in den zahlreichen Maskenpausen hinunternehmen. Die Gruppeneinteilung ist meist unterschiedlich, doch immer zwei gleich große Gruppen, die sich in Zweitagesrhythmus abwechseln. Der Präsenzunterricht wird zurzeit als Schichtbetrieb geführt. Das bedeutet, dass die Klasse in zwei gleich große Gruppen geteilt wird, von welcher eine montags und dienstags und die andere mittwochs und donnerstags in die Schule geht. Freitag bedeutet für jeden Schüler Online-Unterricht. Der Unterricht findet sonst wie gewohnt statt, nur dass den Unterricht dann die Maske getragen werden muss. Also der Wechsel auf den Präsenzunterricht war eigentlich ganz okay. Man muss sich halt jetzt mehr die Sachen, die man Arbeitsaufträge hat, einteilen. Und ja, die Tests haben ab und zu, ja, das Maskentragen ist ein bisschen nervig und anstrengend da während dem Lesen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es eigentlich ganz gut. Also im ersten Lockdown war es ziemlich kompliziert, da die Lehrer selber noch nicht wussten, wie es funktioniert und die Schüler eigentlich auch nicht wirklich. Und ein paar Arbeitsaufträge sind per Mail gekommen, aber bei Classroom. Und ja, jetzt geht es eigentlich, jetzt kommen alle per Classroom und jetzt ist es eigentlich ganz okay, aber in der Schule zum Teil ist es trotzdem ein bisschen schöner. Es ist sehr ungewohnt, dass man sich halt immer mal schauen, wann man jetzt in der Schule ist und man muss das auch irgendwie so organisieren und mal schauen, wann man Arbeitsaufträge machen muss und wann man das alles in die Schule mitbringen muss und so. Und ja, es ist halt immer die Pause zwischen Schule und daheim ist halt auch ziemlich groß manchmal und ja, man muss sich halt drauf erinnern. Während des Homeschooling habe ich am meisten vermisst, dass ich mit Freunden nicht einfach reden habe können. Ich habe immer schreiben müssen oder so. Also man hat überhaupt nicht reden können miteinander. Und das ist schon wirklich wieder super, dass das wieder möglich ist. Es ist ungewohnt und es ist ein bisschen ungut, auch immer in der Früh gleich so einen Test zu machen, aber es geht und es ist nicht so schlimm. Am Anfang der ersten Stunde bekommt jeder Schüler einen aufklappbaren Testbogen und ein Wattestäbchen. Das Wattestäbchen wird in die Nase eingeführt und in jedem Nasenloch fünfmal gedreht. Danach wird das Stäbchen in den Testbogen gesteckt und der Lehrer kommt vorbei und tropft mit einer Flüssigkeit darauf. Dann wird im Testbogen ein Streifen abgezogen und zugeklappt. Innerhalb von 15 Minuten erfährt man sein Ergebnis anhand von einem Strich oder zwei Strichen. Durch das Zusammenhelfen aller Lehrkräfte und Schüler hoffen wir, dass bald wieder Normalität in den Schulalltag zurückkehrt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Dankeschön.